så var det ikke kun så dyb. Jeg kunne have også prøvet at kunne yde med. Når var så så dyb, var så var det ikke kun så dyb. Så når man også du spil, hvor skal vi sådan 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 rigtig sjældent spise noget. Det er så man holdt. Det er sådan der for at føre. Det er for at føre, hvad sådan der. Du måske så kan stikke ganske ganske der afle. Holdt altså sammenholdt. Alle vores dog er bukket og gevækket sammen fra for den vores kuchen brugt, og der er ingen, der er ganske vurs, der er vores tiden. Ingen har sagt, at du har den rik, har sagt chef, som det schaufle und und. Du måske så kan stikke ganske der afle, har ikke sammen, ikke? Fast. Servus. Servus. Was gibt's hier los, der Kuchen? Hey, vergesst du das, vergesst du, gell? Viele bringen Spende, gell? Und Kuchen, Zanesen und auch, wenn ich sagen, von 100 Fuß Leute haben die ja außen gebracht. Gestern waren unheimlich viele Helfer da, ich weiß nicht, waren 200 oder mehr. Und vom Bundesheer so viel und so viel Führer, wo ich mir gedacht habe, dass das möglich ist. Die kämen da mit Schaufel und Pickel von daheim daher und da jeder hat geholfen, was irgendwie möglich gewesen ist. Gell? Das war einfach von männischen, weibischen alles untereinander. Da ist halt auch wieder ein Rieg da, gell? Den auch? Den Haufen hast du gemacht, ja? Ja, noch mal mit der Zahn, die wir da haben. Ja. Ich bin bei den Kindern im Haus gewesen. Und nachher sind also vom ganzen Ort, nicht nur von der Nachbarschaft, seine Helfer gekommen und haben schon nach der ersten Welle haben sie angefangen zu schöpfen, aber dann ist eben nochmal das zweite gekommen und dann haben sie dann alle wieder natürlich geflohen und weg. Und es war schon beruhigend, dass das Bundesheer gekommen ist und auch Wildbauverbauung und Feuerwehr natürlich war zuerst da. Aber es war einfach so, die Angst ist einfach so in den Knochen gesessen, weil man nicht gewusst hat, ist jetzt fertig oder kommt noch was oder wie viel kommt noch. Da ist ein Steg gewesen, da hat sich die ganze Fernwärme und die ganze Verbindungskabel hat alle aufgefetzt. Wie die erste Welle kam, hat der Fahrer nach oben rausgeschaut beim Fenster, hat er bis hinter die Deckung gehen, weil er da nicht in die Scheiben eingeschossen hat. Nicht? Das sind so eine Kieflang geflogen in die Ding. Wir sind oben über das Dach drüber. Ein ganz ein komisches Krachen, was man eigentlich nicht mehr so leicht vergisst. Das ist die Nacht, wenn da ein Autotier geschlagen wird, dann denkt man auf, jetzt kann der Bach wieder kommen. Nicht? Wenn noch ein Schub käme, wenn man es noch will, dann hätten die Nächsten gemüsst fliegen. Ja. Da oben einer. Der Bauer hat das gesehen, als oben die Mauer kommt und hat die Sirene gehen gelassen. Hat einen Alarm gegeben, die Warnzentrale draußen. Und wir haben im ersten Moment gewarnt, weil geblitzt hat, der Hochwetter kam nicht. Da ist irgendwo ein Blitz einschlagen oder was. Nicht? Und dann haben wir erst nachher gesehen, dass die Mauer kommt und halt der Bruch kommt. Und dann haben wir gleich mal geschaut, dass wir den Brücken und das Haus runterspringen. Da von dem Parkplatz, von dem Gasthaus, hat ein Auto mit Döber genommen und das ist unten genau. Wo das Fenster ist, schon oben in die Decke ein und die, was auch höher wäre. Aber ja, das ist. Und dann hat man nicht gar keiner gerechnet. Nicht?